Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ihr mit Magic Deluxe und den Stanzformen in Magic Deluxe einen so coolen Übergang, wie im Vorspann gezeigt, erzeugen könnt. Hierzu benötigen wir zwei Videos, an deren Übergang wir jetzt diesen Effekt einfügen möchten. Hierfür gehen wir auf den Bereich Effekte, gehen in den Bereich Videoeffekte und hier auf die Stanzformen. Wir wählen das untere Video an und wählen hier den Effekt. Sobald man diesen Effekt wählt, seht ihr, haben wir jetzt hier einen Kreis bekommen, der uns unser zweites Video im Inneren zeigt und unser erstes Video ganz normal im Äußeren. Das kann man drehen und zwar hier über die Methode kann ich sagen, ich möchte den Abschnitt außen und dann haben wir das Ganze jetzt gedreht. Über die Größe kann ich so etwas auch jetzt schon über einen fließenden Übergang machen. Wir wollen von unserem ersten ins zweite Video überblenden. Wenn wir jetzt hier keinen Kreis möchten, haben wir hier oben bei der Form die Möglichkeit, sehr viele Formen auch auszuwählen. Je nachdem, für was für ein Video das Ganze ist und was für ein Intro man vielleicht damit auch machen will, kann man hier eigentlich sehr gut damit arbeiten. Um euch die Funktionalität weiter zu zeigen, bleiben wir mal auf dem Kreis. Wir haben ja gesehen, wir können die Größe des Kreises verändern, aber wir können auch die Felder, also die Anzahl verändern. Und das einmal auf der X-Achse oder auch einmal auf der Y-Achse. Und somit haben wir jetzt hier bei unserem Kreis oder hätten das auch bei unserem Rechteck jetzt die Möglichkeit, das Ganze so einzublenden. Eine weitere Möglichkeit, wenn wir wieder zu unserem Kreis zurückgehen, eine weitere Möglichkeit ist, das Ganze auch mit einem Rahmen zu versehen. Somit bekomme ich um meinen Ausschnitt jetzt hier einen Rahmen gezogen. Und in unserem Beispiel würde ich jetzt die Farbe dieses Rahmens entsprechend dem anpassen. Dann nehmen wir mal die Farbe des Himmels. Entschuldigung. So. Und da kann ich jetzt natürlich auch noch über den Fader das Ganze etwas verschwimmen. Und somit haben wir jetzt einen kreisrunden Übergang mit einem kleinen Rahmen. Wie rum das Ganze geht, ist egal. Also ihr könnt es natürlich so rum machen und dann mit Keyframes animieren. Ihr könnt aber auch einfach das immer gleich machen. Ich mache das eigentlich immer auf die gleiche Methode und drehe dann das Video um. Was ich im Vorspann gemacht habe, ist, ich hatte keinen Rahmen, sondern ich hatte nur diesen Fader verwendet. Und wenn ihr jetzt seht, wir können jetzt hier auch unseren Ausschnitt immer weiter fließend in das andere Bild übergehen lassen. Und wenn man das jetzt animiert, dann setzen wir hier einen Keyframe, gehen an das Ende unseres Videos, setzen hier wieder ein Keyframe und machen die Größe so groß, wie wir das benötigen. So, das langt. Und wenn wir jetzt schauen, haben wir hier einen sehr schönen fließenden Übergang mit einer ganz einfachen Funktion in Magic Deluxe. Ich hoffe, ihr habt hier Freude dran. Bleibt kreativ. Ich bin raus und aus.